Servus YouTube und herzlich willkommen hier zum tatsächlich letzten FIFA 19 Sprint to Glory Showdown und das Ganze heute mit einem ganz besonderen Gast, den sich wahrscheinlich die meisten von euch auch gewünscht haben, sei es in den Kommentaren oder auf Twitter oder sonst wo. Mit dabei ist der Broski. Was laberst du? Keiner hat sich mich gewünscht. Ich lese euch doch, ihr Wichsers. So, Werbefreundlichkeit bei dir ist weg. Toll, moin. Video auf Gelb, ich sehe schon kommen, ey. That escalated quickly. Und da der Broski auch bekanntermaßen ein ehrenwerter Schalker ist, dachte ich mir, komm, gebe ich ihm den Gefallen und heute der Sprint to Glory Showdown mit den Schalkern, wenn ich sie hier finde, mit dem FC Schalke 04. In der Karriere dann also angekommen, seht ihr auch nochmal das Regelwerk eingeblendet. Sollte, denke ich mal, relativ geläufig sein. Der Simon kennt sich ja damit noch nicht so aus. Aber wie wir in der Vergangenheit wissen, genau diese Leute, die keine Ahnung haben vom Karrieremodus, sind es, die mich schlagen. Deswegen, wir starten zwei Karrieren parallel. Transferphasen, am Ende werden die Punkte zusammengezählt. Und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, weil es sich halt wirklich so viele Leute gewünscht haben. Es hat geklappt. Hier zur letzten FIFA 19 Sprint to Glory, zum letzten SDG Showdown. Smash den Like-Button, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und ansonsten legen wir jetzt los. Erste Transferphase, 20 Minuten Zeit, um den wunderbaren Schalker Kader zu verbessern mit der Fünferkette und 70 Millionen Euro, also Geld haben wir auf jeden Fall. In echt ist das jetzt vielleicht nicht am Start, aber gut. Hast du sonst noch was zu erzählen? 70 Millionen Transfer haben, nächsten Sommer wären geil bei Schalke, muss ich ja mal sagen. Würde ich feiern, aber ja, wird nicht passieren. Egal, einfach Meister werden und dann Abfahrt. Ja, Abfahrt. So, dann, ich lege bei Discord auf und dann 20 Minuten, oder? Genau, 20 Minuten Zeit, let's go. So, die Mannschaft schon mal umgestellt und damit legen wir los in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten Zeit, um diese Mannschaft zu verbessern. Wir legen natürlich als allererstes los mit unserem eigenen Kader. Das alles sieht am Ende dann folgendermaßen aus. Das sind die vier Spieler, die ich auf die Transferliste gesetzt habe. Wir haben Uchipka, wir haben Burgstaller, Bentaleb und Nübel. Der Kader ist halt leider nicht wirklich riesig, muss man sagen, und auch nicht mit absolut vielen Topspielern gefüllt. Nübel nur auf der Transferliste aus dem Grund, hat relativ wenig an Gesamtbewertung, auch nicht das riesige Potenzial. Wir müssen unbedingt einen neuen Torhüter holen. Schubert, wir haben übrigens auch die ganzen neuen Transfers hier im Spiel schon drin, hat eine 70, also eine Bewertung weniger, vielleicht sogar mehr Potenzial, ich weiß es nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Torhüter und vielleicht noch auf der ein oder anderen Position einen neuen Spieler und das sind jetzt erstmal so die vier Verkaufskandidaten. So Männer, wir starten rein, wir dürfen keine Zeit verlieren, 20 Minuten, okay, wir gucken uns den Kader erstmal an, das ist ja das Ding, ich bin ja eher so der Classic-Karrieremodus-Spieler, wir müssen jetzt hier sinnlose Transfers machen, Spieler, die einfach nur Dick-Rating haben. So, wir gucken jetzt erstmal rein. Blablabla, juckt nicht. So, Vorstandserwartungen sind halt einfach scheißegal. Wir müssen einfach mehr erfolgreich sein. Gescoutet wird nicht. So, FIFA ist am Start. Und wir gucken einfach nach ein bisschen älteren Spielern, die ein hohes Rating haben und nicht mehr lange Vertrag haben. So, bumm. Wen habe ich als erstes rausgesucht? Und zwar den guten Brahimi. Ich habe mir nämlich schon vorher Gedanken gemacht. Wir haben nämlich so auf den Außen, also auf den Flügeln, so gefühlt gar keine Spieler. Yassin Brahimi, 85er Rating, hat aber nur noch 12 Monate Vertrag. Könnte halt ein Big Player werden, den wir halt vermeintlich günstig schießen können. So, werde ich aber erstmal nur vermerken. So, Transferzentrale. Warte, scheiße, wo macht man das nochmal? Hier. Wen geben wir ab? Wer muss auf jeden Fall weg? Also wir haben Torhüter, muss auf jeden Fall langer weg. Eigentlich müssen wir auch einen Torhüter holen, weil Rating ist Katastrophe. So, Rechtsverteidiger haben wir, Innenverteidiger haben wir auch, steht. Da haben wir halt vier Leute. Linksverteidiger und Chipka in dem Spiel Müll, zu wenig Rating. Miranda können wir dahinter aufbauen. Auf der 6 haben wir Mascarell, Serda, McKenny, Bentaleb, das passt eigentlich auch. Im Sturm kann Burgstaller weg, der hat nicht so viel Rating. Teuchert kann weg. Jetzt würde ich sagen, müssen wir eigentlich, weil wir haben auf den Flügeln so gefühlt nur Raman und halt Schöpf, der aber meiner Meinung nach weg kann. Eigentlich bräuchten wir mindestens einen Flügelspieler und einen Linksverteidiger. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht noch ein Torwart. Ich guck mal, wir haben noch 18 Minuten Zeit. Ich warte erstmal darauf, dass irgendjemand ein Angebot macht. Training können wir in der Zeit ja noch mitnehmen. So, das sind dann also jetzt die Spieler, die wir erstmal verkaufen an, ja, die jeweiligen Vereine. Bentaleb, Stambouli, Burgstaller, Uchipka, Nübel sowie Alessandro Schöpf. Und das bringt uns auf ein Transferbudget von 140 Millionen Euro. Und die werden jetzt definitiv für ein paar Neuzugänge ausgegeben. So langsam aber sicher kommt so ein wenig der Starhauch hier auf Schalke an mit Mondi, den wir von City holen für 33 Millionen Euro mit einer Bewertung von 81.
Und als nächstes dann zwei Spieler, die ich wahrscheinlich so niemals im Karrieremodus holen würde. Einmal Pavlenka für die Torhüter-Position ist einfach ein ordentliches Upgrade im Vergleich zu einem Nübel oder Schubert. Den wir derzeit haben, kostet 30 Millionen Euro, kommt von Werder Bremen. Und Pizzi, den ich niemals, wirklich niemals im Leben kaufen würde, weil der halt auch gar keine Werte für ein Rechtsmittelfeld hat. Aber wir zahlen über 40 Millionen Euro, es wird sowieso nur simuliert und eine Bewertung von 84 ist mehr als nur stark. Und der Transfer ist dann auch eingetütet. Philippe Luis kommt für 25 Millionen Euro von Atletico Madrid. Kriegt ein Wochengehalt von 80.000 Euro, ist damit so nearly das identische Gehalt, wie er bei Atletico bekommen hat. Und damit erste Position, die wir auf jeden Fall verstärken wollten, ist verstärkt. Von 75 auf 85 geupgradet, sehr, sehr nice. Jetzt bräuchten wir definitiv noch ein linkes Mittelfeld, wobei wir da erstmal den guten Raman hinstellen könnten. Also rechtes Mittelfeld wäre mir eigentlich noch sehr wichtig, Torwart und vielleicht noch ein linkes Mittelfeld. Soweit bin ich mit dem Rest eigentlich zufrieden. So, Ruffier hat das Angebot angenommen, Freunde. 84er Keeper ist damit verpflichtet. 20 Millionen hat er gekostet. Damit haben wir unseren Keeper mit 84. Ich würde halt ganz gerne jetzt noch einen Mittelfeldspieler haben. So, Bentaleb weg. Pavlenka hatten wir noch eine Übereinkunft. Das ist aber nicht so interessant. Wir haben noch knapp 2 Minuten Zeit und ich brauche noch einen Flügelspieler. Übereinkunft Perisic-Verpflichtung. 60 Millionen. Ich werde es mal annehmen. Das ist viel zu teuer. So oder so ähnlich habe ich mir das dann letztendlich von der Startelf vorgestellt. Wir wechseln vom 4-3-3 aufs 4-2-3-1, damit eben alle auf den korrekten Positionen spielen. Pizzi auf der rechten Seite, Pavlenka im Tor, Mondi in der Linksverteidigung. Und wir haben sogar noch ein Transferbudget von 25 Millionen Euro offen. Aber das will ich mir so ein bisschen aufsparen. Dann auch für die Wintertransferphase mal gucken, wenn sich noch einer verletzen sollte und so weiter. Der Kader aber an sich in der Breite, muss ich sagen, ist echt wirklich eine komplette Katastrophe. Also wir sind ja fast nur Jugendspieler in der Reserve und auf der Bank. Selbst haben wir nur so Namen wie Skripski, Matondo oder Miranda, die hat alle irgendwo im 60er-Bereich rumdümpeln. Das beste Rating auf der Bank ist eine fucking 75. Und danach kommt halt gar nichts mehr. Ja, miese Zeiten. So viel auf jeden Fall zur Transferphase. Ich bin gespannt, was der Broski so getan hat und dann sehen wir uns dann gleich beim Snipen wieder. So, dann kommen wir jetzt ein allererstes Mal zum Snipen der Spieler. Jeder von uns hat sich 3 Namen überlegt, die der andere vielleicht geholt hat oder auch nicht. Und da du der Gast bist, darfst du natürlich auch mit deinen 3 Namen anfangen. Okay, also, ich habe mir gedacht, wenn man sich den Kader so anguckt, brauchst du auf jeden Fall schon mal einen Flügelspieler. Mhm. Da habe ich mich für Vázquez von Real Madrid entschieden. Okay. Weil er ein gutes Rating hat, aber nicht allzu teuer ist. Dann habe ich mir gedacht, brauchst du auf jeden Fall einen Keeper, weil halt einfach das Rating für Simulation zu low ist. Mhm. Da habe ich mich für Pavlenka von Bremen entschieden. Alles klar. Und dann habe ich noch einen Linksverteidiger aufgeschrieben, und zwar Goulam von Neapel. Kann dir schon mal sagen, du hast einen getroffen. Es ist so Pech, Alter, wirklich. Ich verstehe es nicht. Ja, es ist Pavlenka geworden. Ich habe Pavlenka fürs Tor geworden. Let's go, Alter! Ey, Mann, das gibt es doch nicht. Ich dachte mir so, nice. Ja, Bundesliga, voll die entspannte Auswahl, 1083er Torhüter, Castils, Horn, sonst wen. Ich hole natürlich den, an den du auch denkst. Das ist ja mal wieder mein Glück. So, jetzt darf ich den Kollegen hier freigeben. Hat 30 Millionen Euro kostet, nice. Und kostet nice. Über 2 Millionen, den Vertrag aufzulösen. Ja, ciao. Alles klar. Damit sind schon mal alle Pläne weg. Marco Schubert kann das aber auch. Hast du noch gekauft? Ich habe noch für Link, also die Positionen waren allesamt richtig, muss man auch mal sagen. Ah. Linksverteidiger habe ich mir Mondi geholt von City. Hat auch einiges gekostet. Ja. Und für den rechten Flügel auch wen, aber ich glaube, auf den wärst du niemals gekommen. Pizzi von Benfica Lissabon. Der hat eine 84, rechts Mittelfeld. Wir simulieren so sowieso nur. Ich dachte mir, kann man mitnehmen. Hat aber auch über 40 Millionen Euro gekostet. Ist halt auch so ein rechtes Mittelfeld, was halt irgendwie eigentlich nicht spielbar ist, aber halt Ratingballer, ne? Genau, das ist halt ganz gut für den Karrieremodus. Ja, dann komme ich zu meinen 3 Namen. Ich hoffe, ich treffe auch einen. Ich habe tatsächlich auch genau die 3 Positionen. Torhüter, Linksverteidiger und Rechtsmittelfeld. Und ich beginne auch mal mit dem Torhüter. Da habe ich einen aus der, mittlerweile ist es wieder Bundesliga, nämlich Timo Horn vom 1. FC Köln. Dachte mir so, ja, ordentliches Rating. Nope. Hat auch Potenzial, okay, nope, direkt, ciao. Ich sag's jetzt einfach mal beide, die anderen Namen direkt schnell. Und zwar Linksverteidiger dachte ich mir Grimaldo und Rechtsflügel Cuadrado. Let's go, ich darf alle behalten. Och, nice. Nee, wen hast du geholt? Ich habe mir im Tor Ruffier geholt mit 84. Okay. Linksverteidiger habe ich mir Philippe Luis geholt. Der ist halt mittlerweile auch nur noch 84. Ja. Und rechts habe ich mir José Callejón geholt. Ah, okay, 84. Krass. Also mehr so ältere Garde. Alle, glaube ich, Ü30. Ja.
aber allesamt. Ja, einfach gut. Bisschen mit gutem Rating. Ja, ich genau. Wollte erst, habe ich sogar überlegt, ob ich mir Keylor Navas von Real hole, aber der war ein bisschen zu teuer, weil ja. 87er Tor hätte geschmeckt, ey. Ja, das hätte auf jeden Fall geschmeckt. 70er Schubert im Tor schmeckt übrigens auch an der Stelle und ja, sonst gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Das war das Snipen. Für uns geht es jetzt rein in die Kalendersimulation und dann sehen wir uns am 1. Januar zur Saisonhälfte und dann auch natürlich zu den Ergebnissen plus Wintertransferphase und alles drum und dran. Dann auf jeden Fall am 1. Januar. Bis gleich. So, jetzt also angekommen, 1. Januar 2019. Ich habe schon ein bisschen Muffensausen, muss ich sagen, dass es eine komplette Katastrophe wird, aber gucken wir mal. Ich bin noch guter Dinge, bis die Bundesliga-Tabelle kommt. Schauen wir mal. So, ich bin gespannt. Alter Schwede. Simon, wenn ich jetzt... Hä? Digga, ich bin Vierter, aber hab eine 64er Trainerbewertung. Das ist doch voll gut. Ich will wieder gar nicht sagen, wo ich stehe. Nee, hör mir auf. Warum? Ich bin Letzter. 18. 9 Punkte. Halt's Maul. 9 Punkte. 2 Siege, 3 Unentschieden. 17 Tore. Ey, Digga, Marco Schubert, verpiss dich einfach aus dem Tor. Ganz ehrlich, kann ich den nicht auch irgendwie noch raushauen? Der hat mittlerweile eine 72. In meinen Spielen passiert gar nichts. Ich bin Vierter, habe in 16 Spielen nur 15 Gegentore, das ist krass. Aber ich habe auch nur 18 Tore gemacht. Ich habe 17 gemacht und bin Letzter. Was geht hier ab? Hallo? Das kann doch nicht sein. Aber ganz ehrlich, Nürnberg ist auch Fünfter und vor Bayern und Dortmund. Also hier läuft sowieso alles schief bei mir. Bei mir ist Frankfurt Zweiter und Bremen Dritter. Ja, Frankfurt ist auch Vierter bei mir. Die gehen sowieso immer in jeder Karriere ab. Aber Nürnberg vor Bayern Fünfter. Bei mir ist Leverkusen 18. Was? Was geht hier ab, ey? Holy shit, Mann. Kann's nicht sein. Ich werde noch entlassen, bevor das Ding hier vorbei ist. Das kann ja nicht jetzt sein. Mich mal DFB-Pokal bin ich noch DFB-Pokal? Drin. DFB-Pokal? Oh, aber nein, da will ich nicht. Oh, da muss ich im Viertelfinale gegen Bayern. Tut ja, ich bin raus aus dem Pokal. Wo bin ich rausgeflogen? Nice. Runde 2. Direkt die erste Runde. 3-1 gegen Freiburg verloren. Lass mich raten. Kurzer Blick auf Champions League. Ich bin auch nicht mehr in der Champions League-Gruppe drin. Ja, ich bin Letzter geworden. Ich hatte in der zweiten Runde hatte ich zu Hause Union Berlin 3-0 und in der dritten Runde zu Hause Freiburg 3-0. Ich bin so in der Gruppe rausgeflogen übrigens. So, Vierter. Champions League? 3 Punkte. Nee, ja, 3 Punkte. Nein! Why? Warum ist Lokomotiv Moskau? Hä? Wie holen die denn 14 Punkte in dieser Drecksgruppe? Welcher Platz bist du? Dritter. Dann bin ich ja noch in der Euroleague. Immerhin. Stimmt, gut. Da machen wir es übrigens so. Das hatten wir auch immer mit dem Tabak. Da machen wir Hauptsache. Das Ganze so, dass die Punkte quasi halbiert werden. Das heißt, nur ein Punkt für eine Runde jeweils, genau. Hauptsache Galatasaray hat 0 Punkte in der Gruppe geholt. Die haben bei mir 8. Ich habe 3 Punkte durch 3 also Unentschieden. Also ergo, meine Champions League Gruppenphase, zweimal die Türken abgezogen und sonst nur gefickt worden. So kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Bei ist mir halt war, wirklich so. Ich habe zweimal gegen Galatasaray gewonnen und sonst habe ich nur verloren. Bei mir gab es immer Heim, ein 1-1 gegen alle drei Mannschaften. War auf jeden Fall spannend. Und bei denen gab es dann immer Klatsche. 2-1 in Russland, 3-0 von den Türken aufs Maul gekriegt und 4-0 in Portugal. Ja, das war es komplett an der Stelle. Kann ich schon jetzt irgendwie aufgeben oder so? Das ist ja mal komplett lost. What the fuck, Alter? Digga, du ziehst mich hier einfach nach allen Maßen ab. Also wirklich jetzt. Ich habe am Ende einfach... Habe ich überhaupt Punkte am Ende? Trotzdem triggert mich das gerade. Das war's ja komplett. Irgendwer ist jetzt auch noch weg. Ich habe 43 Millionen. Wer ist denn jetzt weg? Harit ist, glaube ich, weg. Harit ist einfach losgegangen. Digga, irgendein Verein hat, glaube ich, die Freigabesumme bezahlt. Harit ist einfach losgegangen. Digga, hier läuft gerade alles schief, was schief laufen kann. Digga, was ist hier los? Och, Mann, ey. Mein Verein, bei ja. Bei mir ist nur... Harit, 25 Millionen, Athletic Bilbao hat zugeschlagen. Das war's an der Stelle mal wieder komplett. Letzter Blick. Musst du gucken bei Büro auf meine Karriere. Vielleicht hast du ja auch eine Trainerauszeichnung erhalten. Die gibt dir auch extra Punkte. Ich habe auch natürlich gar keine erhalten. Wofür auch? Also ich wüsste auch nicht wofür. Steht denn das ja? Trainer des Monats, einmal! Ja, noch nice. Ein Punkt. Top, top. Geil. Läuft. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also Tabellenletzter, Letzter in der Champions League-Gruppe, aus dem Pokal raus. Besser kann es gar nicht laufen eigentlich. Das ist ja echt. Aber Hauptsache bei mir... Lol, bei mir sind 3 Innenverteidiger verkrüppelt. 3! Ja, bei mir ist es nur Sané.
Aber ich habe auch, glaube ich, gar nicht so viele Spieler, da so viele verkrüppeln können. Ey, da muss ich auch schon wieder los. Ja gut, dann 10 Minuten oder was? Ja genau, 10 Minuten, Winter-Transferphase. Ich versuche noch was zu retten. Mal gucken, dann legen wir los. So, 10 Minuten Zeit, um noch irgendwas zu retten. Wir legen los, 3, 2, 1, ich habe keinen Bock mehr, Leute. So Leute, wir machen es kurz und schmerzlos. Zwei neue Spieler, Dimitri Payet von Olympique Marseille und Fernando Muslera als neuer Torhüter von Galatasaray Istanbul. Ich habe wirklich absolut keinen Bock mehr, ihr könnt es mir gar nicht glauben. Ja, 4 Minuten haben wir jetzt noch Zeit, transfermäßig kann ich gar nichts mehr machen, weil ich für die beiden Kollegen gerade eben unser komplettes Budget eigentlich ausgegeben habe. Deswegen, ich bin gespannt, was der Simon noch so gemacht hat und dann sehen wir uns gleich beim Snipen der Spieler wieder. Genau. So, okay, Männer, 10 Minuten. Ich würde sagen, wir verkaufen halt echt, auch wenn es weh tut, übel, weil wir brauchen noch ein bisschen Geld. Kenny können wir nicht verkaufen. Wen können wir verkaufen? Irgendwo würde ich ganz gerne noch Kohle rausziehen. Der Karls kann weg, der Miranda, er kann nicht weg, tut weh. So, Startelf sind Mascarell und Bentaleb die ganze Zeit. Dann kann eigentlich Serda oder... Ne, Serda kann nicht weg. Tut weh. Vielleicht können wir ja doch McKennie abgeben. Wenn wir da noch ein bisschen Geld bekommen. So, Raman kann ich auch nicht abgeben. Ich könnte Ut auch nicht abgeben. Ich kann Teuchert abgeben. Ja. Kann ich Skripski schon abgeben? Ich brauche halt echt noch... Ich brauche echt noch ein bisschen Kohle, ne? Bisschen Geld wäre gut. Bischle Geld wäre gut. So, wenn wir irgendwie noch was verkaufen für 10 Millionen oder so, dann würde ich nämlich noch links außen holen. Das wäre babamäßig. Aber auch geil, dass Harit auf 80 geht. Das war sehr schlau. Und Bentaleb auf 80 auch schon hochgegangen. Das ist nice. Also bei uns läuft es gar nicht mal so verkehrt. Wir müssten halt nur irgendwie ein linkes Mittelfeld wäre noch sick. Donalds möchte 29 Millionen für Tyson. Ich hätte da vielleicht auch noch einen anderen kriegen können. Aber ich musste das jetzt schnell akzeptieren. Ich habe nur noch 30 Sekunden Zeit. Da wäre ein anderer vielleicht noch besser gewesen. Ich hätte vielleicht noch ein oder zwei Ratingpunkte mehr rausholen können. Ich habe auch noch 10 Millionen übrig. Aber was willst du machen? Hauptsache, wir kriegen jetzt hier noch eine Verstärkung. Ich habe ja aus der ersten Elf zum Glück gar nichts abgegeben. Nur aus der zweiten eigentlich. Beziehungsweise nur von der Ersatzbank. Und den kriege ich jetzt ja eigentlich relativ easy rum. Ich werde einfach alles akzeptieren. Wie viel Gehalt der bekommt, ist eigentlich auch scheißegal. Werde ich einfach akzeptieren. Wir sind tatsächlich... Ihr hört's, genau in der Zeit. Let's go, Mann. So, ich habe schon mega Bock. Es geht ran ans Snipen der Spieler nach der Wintertransferphase. Ich musste bekanntermaßen ja zwei holen, beziehungsweise einen musste ich holen. Einen habe ich noch daneben geholt. Und ja, du hast gerade eben angefangen. Das heißt, ich fange dieses Mal an und habe mir einen zentralen Mittelfeldspieler rausgesucht, der auch ja nicht so viel kostet, glaube ich, weil er einen auslaufenden Vertrag hat mit Rabiot. Nö. Ich habe mir Tyson geholt fürs linke Mittelfeld. Tyson? Oh, das war meine zweite Wahl für, also nicht Tyson, aber linkes Mittelfeld, dachte ich mir dann so. Könnte vielleicht auch sein, aber nice. Miese. Ich habe bei dir logischerweise einen Torwart aufgeschrieben. Mhm, jetzt kommt's. Ich dachte so, umgekehrte Psychologie, weil ich den geholt habe, habe ich einfach auch Ruffier aufgeschrieben. Ja, nee, so groß war das Budget da leider nicht in der Wintertransferphase. Es ist leider nur Muslera geworden von Galatasaray. Und fürs ZOM habe ich mir noch Payet geholt von Marseille. Alles klar, okay. Ja, dann, mal gucken, ob die Mannschaft wieder, dann nicht absteigen wird. Genau, wir gehen rein in die Simulation als Tabellen 18. Ich habe das Ding halt eh schon verloren, aber egal. Wir gehen bis zum Ende. Bis wohin simulieren wir? 1. Juni, ne? 1. Juni, genau. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns bis dahin. Bis gleich und hoffentlich nicht abgestiegen. Wie ist es eigentlich? Kann man zwischendurch auch entlassen werden, wenn man über Kalender simuliert? Mhm. Geht das? Richtig, ja, da bist du einfach rausgezogen. So, da sind wir jetzt also angekommen am Ende der Saison, 1. Juni. Und ja, Simon, ich muss was beichten. Halt's Maul, du wirst rausgeworfen. Vielleicht habe ich in meinem E-Mail-Postfach eine Nachricht vom S04-Vorstand mit dem Betreff Entscheidung, Entlassung, wo drin steht. Geil! Dass ich halt auch mal gut und gerne rausgeworfen wurde. Vertrag aufgelöst. Im Februar schon. Oh. Ziel war Mittelfeldplatz belegen. Sind wir knapp dran vorbeigeflogen. Halt's Maul, ich bin Vizemeister geworden. Ich werde jetzt einfach Nürnberg-Trainer. Und während du deine Sachen vorstellst, simuliere ich dann auch nebenbei bis zum Alter, Ende. Alter, ey, gib dir das mal. Pass auf. Also ich bin Vizemeister geworden. Sechster Dortmund, 54 Punkte.
Fünfter Gladbach, 56 Punkte. Vierter Wolfsburg, 56 Punkte. Dritter Frankfurt, 57 Punkte. Ich Zweiter, 58 Punkte. Und dann kommt Bayern ganz knapp vor mir mit 80 Punkten. Die haben ja alles komplett auseinandergenommen. Du kannst auch gerne... Ey, ich hab weniger Gegentore als Spiele, bei mir läuft. Ja, nicht schlecht. Gut, so. Ich habe, glaube ich, nicht weniger Gegentore als Spiele gehabt am Ende. Ich kann ja mal gucken, wo Schalke am Ende steht und dadurch meine Punkte zusammenrechnen. Aber ich denke mal, wir können schon mal festhalten an der Stelle, dass ich das Ding hier auf jeden Fall verloren habe. So, Digga, wie kann man denn das Pokalfinale gegen Hoffenheim choken, Alter? Hauptsache, bist du nicht auch gegen Bayern und so vorher weitergekommen? Ey, ich hab 1-0 gegen Leipzig, 1-0 gegen Bayern gewonnen. Ich habe sie alle kaputt gemacht, ne? Guck mal, Hoffenheim im Viertelfinale in Bochum im Elfmeterschießen. Gurken die sich da nach vorne und... Ja, das eine Spiel haben sie halt gewonnen. So, musst du mal zusammenzählen. Für jede Pokalrunde, die du weitergekommen bist, ein Punkt. Und für die Liga bist du ja Vizemeister geworden. Das heißt schon mal 17 Punkte. Wer auch immer Schalke übernommen hat, der hat es noch geschafft, die auf 16 zu retten. Punktgleich mit dem Vorletzten und dem Letzten. Nur die Tordifferenz hat gerettet. Abgestiegen sind Augsburg und Werder Bremen. 26 zu... ich glaube, ja, nur die Liga zählt bei mir. Da ist es 18 minus 16. Das sind 2 Punkte durch die Liga. Und überall sonst bin ich eigentlich immer in der ersten Runde ausgeschieden. Das heißt, am Ende haben wir einen Stand von 2 zu 26. Ja, also können wir das bitte kurz in Ultimate Team 24 Discards jetzt, oder was? Nee, ich muss am Ende auf jeden Fall was als Bestrafung verlosen. Discards gibt es in dem Sinne nicht, aber... anderweitig leidet etwas. Deswegen, miese Zeiten. Ja, es ist irgendwie immer gegen die Leute, die wirklich, wo man denkt, so, das müssten eigentlich so die größten Klatschen werden für die anderen Leute, verliere ich einfach. Krieg ich die Klatsche? Das ist der Wahnsinn. Ich hab's echt simpel gemacht, so. Ich hab alle, die nicht in der ersten Elf waren, verkauft, so gefühlt. Mhm. Und dann einfach alte Spieler mit hohem Rating geholt, auf die man nicht so unbedingt direkt kommt. Ja. Ja, ich fand meine Transfers auch nicht schlecht, aber dann hast du Pavlenka rausgehauen und dann... Ja, der Pavlenka hat dich halt echt getötet. Der Pavlenka war wirklich ciao. Also das war wirklich... Der war auch einfach Lucky des Zorns. So. Weil ich habe selber kurzzeitig wegen Pavlenka überlegt. Und deshalb bin ich irgendwie so auf dem Weg gelegen, keine Ahnung. Der war nice. Ja, alles war super nice hier. Gut, Leute, das soll es an der Stelle gewesen sein vom heutigen letzten FIFA 19 Sprint to Glory Showdown. Zeigt auf jeden Fall gerne Liebe, falls ihr den lieben Gamer Brother noch nicht kennen solltet. Erster Link in der Beschreibung, checkt den ab. Aber ich denke mal, den wird sowieso jeder von euch hier kennen, ne? Deswegen braucht ihr eigentlich nicht vorbeischauen. Aber falls ihr ihn nicht kennen solltet, macht's auf jeden Fall. Lasst einen Daumen da, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Checkt doch gerne mal Twitter ab in der Beschreibung für die Verlosung, die es dann irgendwann mal geben wird, wenn ich mal dran denke, alles zu verlosen etc. Und genau, mein Gast hat die Abschlussworte, Simon. Und ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag und ich gehe jetzt erstmal absolut heulen und keinen Bock mehr auf gar nichts, Mann. Ja, cooles Format. I like. Tschüss.